Hallo, willkommen zu einem kleinen Quick-Tipp. Und zwar, wenn ihr sowohl mit Lightroom als auch mit Photoshop arbeitet, dann habt ihr die Problematik, dass ihr zwei Dateien habt nachher. Und die Frage ist, wie sollen die blöden Dateien heißen? Und das kann man einstellen. Ich zeige euch ganz kurz, wie das geht. Nur so als Quick-Tipp am Rande. Also wir haben hier den Alexander und das ist das Bild aus der Kamera, das CR2. Und wenn ich das im Photoshop bearbeitet habe, dann heißt das bei mir nachher Bindestrich bearbeitet dahinter. Das hat den Vorteil, dass wenn ich einen Export mache an meine Kunden, dann kriegen die Dateien, die sind teilweise nur im Lightroom bearbeitet oder eventuell gar nicht bearbeitet und teilweise im Photoshop. Gerade bei Porträts sehen sie dann auch sofort, okay, das sind die bearbeiteten. Und dann gebe ich denen halt auch nicht die Originale, sondern nur die bearbeiteten Dateien. Das wäre noch wichtig. So, und das kann man aber einstellen, das kann man nennen, wie man will. Wenn man das eben nicht möchte, dass sie sehen, dass es bearbeitet ist, dann kann man das standardmäßig einstellen, dass es irgendwie anders heißt. Kleinigkeit. Lightroom, dann Voreinstellungen, dann hier externe Bearbeitung und dann hier eben zum Beispiel Photoshop auswählen. Und hier unten könnt ihr sagen, wie das heißen soll, Benutzer definiert. Und da gibt es ein paar Vorgaben oder ihr könnt da hingehen und das ganz normal, völlig frei quasi, ne, relativ frei bearbeiten. Und das ist dann halt das Template voreingestellt und das ist schon alles. Das war der Quick-Tipp. Was mache ich sonst noch? Hin und wieder mache ich das, dass ich die Dateien umbenenne, dann typischerweise mit dem Namen der Person und dem Datum. So, jetzt haben wir rausgeholt, zum Beispiel das Shooting mit der Raffaela neulich. Und das ist nicht die Raffaela, sondern das ist ein Testbild von dem Alexander. So, wo ist mal die Raffaela hier? Zeig mir mal ein Bild. So, also ihr wisst, was ich meine. Ja? So. Und zwar heißt das jetzt Raffaela. Dann habe ich mal einmal alle benannt. Das zeige ich noch ganz kurz. Ihr müsst im Bibliotheksmodus sein. Wenn ihr dann die Bilder, die ihr umbenennen wollt, auswählt, also typischerweise zum Beispiel alles, dann könnt ihr drücken F2 und habt auch hier Benutzer definiert. Und ich gebe eben typischerweise ein, hier Name, Datum und laufende Nummer. Das sieht dann so aus. Renate, also das schreibe ich dann wirklich von Hand rein. In dem Fall also nicht Renato, der war gestern bei mir, sondern Raffaela. Und das Datum einfach in dem Format und eine Folgenummer, weil die Raffaela kommt hoffentlich öfter mal zu mir. Und deswegen habe ich das Datum drin und dann sie also einfach durchnummeriert. Das mache ich, wenn ich so das erste Löschen hinter mir habe, dann benenne ich die um. Und ich mache das, wie gesagt, nicht immer, nur manchmal. Meistens denke ich nicht dran. Wenn ich dran denke, mache ich es. Und dann freut die Raffaela sich, weil die Bilder Raffaela heißen und nicht DSC 37.000, was irgendwie auch okay ist, aber doof irgendwie. Ne? Und so nebenbei, dann sind die auch gleich hier zum Beispiel das. Dann sind die auch gleich, dann heißen sie nicht mehr bearbeitet, wie ich es eben gesagt habe, wenn ich das gegen Ende mache, sondern das ist das Original und das heißt eben 93 und das davor ist eben die 92. Beziehungsweise das ist jetzt eine Kopie, weil ich es zweimal habe. Das war's schon. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.